Welcome back to another German food review, and it's chips time from Funny Frisch. And look at that here, chips fresh chicken nuggets style. So chips that taste like chicken nuggets, or they should taste like chicken nuggets. Okay, interesting. Let's see how good they are. Chicken nuggets. Okay. Yeah, blah blah blah. Okay, sweet and sour sauce. So I guess they taste more like sweet and sour sauce than chicken nuggets. But we have to check that. 175 gram for 1.30 euro. 540 calories. 33% of fat. That's quite high. 1.4% of salt. And carbs. Yeah. Okay. 6 servings. Okay, potatoes. Only the best potatoes from Germany. I guess. I'm not sure. Glutenfrei. Okay. Yeah, chicken sweet and sour flavor. What is that? It's not English. No idea. Yeah, there's salt in it, potatoes, of course, yeast extract, tomato pulver, powder, onion powder, and so on. More seasoning stuff. Yeah. Made in Germany. Where's the chicken nugget flavor coming from? Pineapple fruit powder. Okay. Yeah, let's check that, right? Sniff test. Yeah, smells sweet and sour. Not like chicken nuggets, right? Smells more like the dip. Okay. I guess it will taste like the dip, but we have to check that. Okay, that one tasted like a regular chip, just a standard one. Here we go. I'm not so sure. They taste like regular chips, and not like sweet and sour, not like chicken nuggets. What the heck is going on here? I'm waiting for the aftertaste. No. Let's put a little more on the floor. Okay, this one has more seasoning. Let's try this one here. Here we go. No. There's no chicken flavor or chicken nuggets flavor at all. There's no sweet and sour flavor. Maybe a little bit. I taste more like regular paprika chips. That's not worth it. No chicken nugget at all. Disappointing. No. Just like, no, paprika potatoes. No chips. I'm still searching. Nothing. The chips are, yeah, regular chips, right? Crunchy. It's okay. But this here, actually, I would call this a lie. Doesn't taste like chicken nugget. Is that the wrong stuff here? It's not sour, it's not sweet, it just tastes like regular potato chips. Okay, let's try something. Maybe all the flavors on the bottom, so let's grab them from the bottom. Okay, those are from the bottom. This one here looks okay. Here we go. No. In the blind testing, you would say regular chip. Okay, yeah. 99%. I mean, the chips are okay, but if I buy something like that, your chicken nugget style, then it should taste like something else. Right, not just like regular potato chips. I'm disappointed. Okay, thanks for watching. I continue German.
So, es gibt Chips. War ich schon ganz aufgeregt. Ich meine, ich mag keinen Chicken Nugget Geschmack so richtig, aber also ich esse kaum Chicken Nugget, eigentlich nie, außer meinem Video. Wie auch immer, klingt irgendwie interessant, mal Chips zu essen, die so schmecken könnten. Also habe ich das mal genommen. Und hier steht noch was. The Funny Frisch Chips war als 2007 Gewinner. Also muss dafür irgendjemand gewotet haben. Wie auch immer, kostet 1,30 € im Rossmann. Und es soll Chicken Nugget sein und süß-sauer. Okay, dann könnte man natürlich denken, es wird wahrscheinlich nur nach süß-sauer-Dip schmecken. Aber hier seht ihr einen Nugget. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, dieser Nugget hier. Beste Kartoffeln, reines Sonnenblumenöl, einzigartige Gewürzrezepturen. Okay. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Chicken Nuggets kennt jeder und so weiter. Sie sind beliebt. Und sehr viel Fett drin, 33%. Das ist schon sehr hoch für Chips. Also hoch für Chips, 30 ist so Standard. 45 Kalorien, natürlich Kohlenhydrate und etwas Salz, 1,4%. Und das ist hier drin. Kartoffeln, Aroma, Hefextrakt, Tomatenpulver, Zwiebelpulver und so weiter. Ananas, Fruchtpulver. Okay, und ich sehe jetzt hier irgendwie nichts, was man ja mit Chicken Nugget in Verbindung bringen könnte. Seht ihr irgendwas? Hier seht ihr das, mit Hühnchen süß-sauer Geschmack. Okay, mal noch ein paar raus hier. Ich habe schon welche getestet, von unten und von oben. Ich habe es auch geschüttelt, so vielleicht ist es nicht richtig verteilt gewesen. Ja, wie auch immer, wir werden jetzt mal den hier kosten. Nur die Chips und halt so Standard-Chips, here we go. Und ich habe ja schon öfter mal so eine komischen Chips gegessen, so mit Currywurst und so. Das hat dann mal so ein bisschen nach Ketchup und so geschmeckt. Aber das hier schmeckt einfach wie Paprika-Chips ohne Paprika-Würzung. Schmeckt wie Standard-Chips. Da kommt man nie drauf, dass das Chicken Nugget sein soll. Und da würde man auch nie drauf kommen, dass das nach süß-sauer schmecken soll. Schmeckt's nicht. Ja, also das ist nicht gut. Fühlt sich an, als ob hier der falsche Inhalt drin ist. Oder die Gewürze vergessen wurden. Schmeckt einfach nur nach Kartoffel. Frittierter Kartoffel. Ja. Habt ihr die hier probiert? Habt ihr hier gewotet? Also ich keine Ahnung, wer dafür gewotet hat, aber... Das schmeckt nicht mal ein bisschen nach Chicken Nugget. Wenn man die Augen zumacht, würde man denken, oh, das könnten Paprika-Chips sein. Lasche Paprika-Chips. Here we go. Kein Dip-Geschmack, nix. Fühlt sich an, als ob es der falsche Inhalt ist. Ja, falls ihr die kennt, sagt mal was dazu. Keine Ahnung. Schmeckt natürlich nicht schlecht, schmeckt halt nur nach Chips, aber man erwartet hier aber ein bisschen was anderes, irgendwie mal was Neues oder so, aber schmeckt einfach nur nach frittierter Kartoffel, das bekommt 99%. Die Chips sind natürlich nicht schlecht, aber das hier ist schon eine Lüge, würde ich sagen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.